Das SEAT Autohaus Prochnow in Lavalde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Am vergangenen Wochenende gastierte die deutsche Autocross-Meisterschaft zu ihrem 9. und vorletzten Lauf im bayerischen Prachstadt. Auf dem Kesseltalring ging es für den Oberlausitzer Henrik Bundesmann natürlich darum, weitere Mannschaftspunkte zu sammeln. Der für den MC Oberlausitzer Bergland und den ADAC Sachsen startende Bundesmann belegte im Zeittraining Platz 3. Im ersten Vorlauf musste er nur René Freisberg den Vortritt lassen. Den zweiten Vorlauf an Sonntagmorgen konnte Bundesmann dann für sich entscheiden und das trotz eines kleinen Getriebeproblems zum Rennende hin. Auch den Start im dritten Vorlauf gewann er zunächst. Bundesmann kämpfte dann aber mit massiven Grip-Problemen auf der immer härter werdenden Bahn und musste den Konkurrenten Freisberg und den amtierenden deutschen Meister Martin Fürst ziehen lassen und belegte letztendlich Rang 3. Im Finale dann startete der Oberlausitzer aus der ersten Reihe. Nach zwei Rennabbrüchen, in denen der Oberlausitzer einmal auf Rang 2 und einmal auf Rang 3 lag, konnte Bundesmann beim dritten Versuch die Führung übernehmen, die er auch 4 Runden verteidigte. Ein kleiner Fahrerfehler in der kurzen Gegengerade kostete ihn an diesem Wochenende den Sieg. Beim Saisonfinale und Heimrennen am letzten Septemberwochenende auf dem Matschenberg in Kuhnewalde wollen Henrik Bundesmann und sein Team noch einmal richtig durchstarten. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom SEAT Autohaus Prochnow in Lavalde.